Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux Windows Mac Hilfe. Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Webseiten blockieren können, beziehungsweise dass die Webseiten nicht mehr geladen werden, nur dass eine Fehlermeldung kommt, dass Sie die Seite gar nicht mehr betreten können. Und zwar haben wir eine Nachricht auf YouTube bekommen von dem User 8899 Monster. Und er hat uns ja einen Link geschickt. Nochmal vielen Dank dafür. Und ja, dem Link sind wir hier gefolgt. Und dann kommen wir jetzt zum Computerbildabzocke-Schutz. Das habe ich auch mal ausprobiert. Ist gut. Klicken auf Download. Wir müssen das Programm eigentlich nur noch runterladen. Wenn wir das Programm runtergeladen haben und uns schon installiert haben, also wir klicken auf unseren Desktop bzw. auf unserem Explorer downloaden, tun hier da draufklicken. Voraussetzung ist natürlich, dass der Firefox geschlossen ist. Also er darf nicht offen sein, sondern muss geschlossen sein. Ja, dann öffnen wir wieder unseren Firefox. Und wenn er jetzt offen ist, der Firefox, dauert ab und zu immer ein bisschen, bis er lädt. Und wir möchten jetzt eine Seite sperren, sagen wir beispielsweise Google. Ist nicht falsch, sondern wir sagen einfach nur das Beispiel Google. Ne? Wir klicken hier auf Extras. Computerbild Abzockschutz und hier Abzockseite melden. Können wir natürlich die Seite melden, je nachdem. Betreff eingeben, E-Mail-Adresse, Name, beziehungsweise Name, E-Mail-Adresse und den Namen dann auch absenden. Und wenn Sie zum Beispiel wie auf Top of Software zum Beispiel gehen, drauf, beziehungsweise Enter drücken, ne? Und dann kommen wir hier so eine Seite, Achtung! Der Betreiber von topofsoftware.de wirbt mit dem Download diverser Programme. Wer sich registriert, rutscht in die Abo-Falle. Preis 192 Euro für 2 Jahre. Also das ist eine richtig Schlange Geld für kostenlose Software. Und wir können sich sagen, sie sei trotzdem besuchen oder zurück zur letzten Seite, in dem Fall zurück zur letzten Seite. Ja. Und ja, von dem her, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde auch wahrscheinlich ein oder zwei andere Programme auch vorstellen. Okay.